Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Yu-Gi-Oh! Let's Play. Ich weiss, viele von euch kennen nicht Yu-Gi-Oh! Darum würde ich in der ersten Folge ein bisschen erklären, wie so die ganzen Basic laufen, was eine Normalbeschwörung ist, was eine Spezialbeschwörung ist, was Zauber- und Fallenkarten sind. Einfach gar nicht lange drum herumreden, wir überspringen das gerade. Das ist nur eine Story, wer interessiert sich schon für die Story? Nebenbei bin ich da ein feines Kaffee mit Rahmen trinken. Also, jetzt seht ihr schon mal das ganze Spiel. Kommen wir zum Spielfeld. Hier ist dem Gegner seine Zone und die blaue Zone ist meine Zone. Jetzt, die oberen 5 Zonen sind Main-Monster-Zonen. Da kommen alle Monster, die vom Main-Deck kommen, hierher. Zauber- und Fallenzonen sind unten dran. Dann werden Zauberkarten und Fallenkarten aktiviert. Alles, was vom Feld abgelegt oder von Hand abgelegt oder zerstört wird oder tributisiert wird, kommt hierher. Alles, was auf einer Karte steht, verbanne es oder verbannt wird, kommt in die Zone. Das ist die verbannte Zone. Zu der Pendelzone komme ich noch nicht. Jetzt hier links seht ihr die Spielfeldzone. Dort kommen Zauberkarten, die Spielfeldzauber sind. Die kommen da rein. Hier wäre das Fusionsdeck, das Extra-Deck, wo Fusionen, Exis, Synchro, zu dem komme ich alles noch. Und hier ist das Main-Deck. Da tut man immer eine Karte ziehen. Wenn man hier keine Karte mehr hat und muss ziehen, hat man verloren. Das zum Spielfeld. Jetzt am Anfang ziehen beide Spieler 5 Karten. Nachher kann einer anfangen. Meistens tut man mit Schere, Stein, Papier tut man das ausknobeln, wer wird anfangen. Nachher als nächstes ist der Zugspieler der, der anfängt. Kann nachher keine Karte ziehen. Der Gegner darf nachher eine Karte ziehen. Das zu Anfang. Jetzt hat man in diesen 5 Hängen entweder Monsterkarten, Zauberkarten oder Monster mit Effekten. Und Fallen, die ziehe ich dann nachher noch. Mir hat einmal pro Spielzug eine Normalbeschwörung oder eine Attributbeschwörung. Normalbeschwörungen sind entweder offen in Angriffsposition, wie ihr hier seht, oder verdeckt in Verteidigungsposition, wie ihr hier seht. Attributbeschwörungen kann man offen in Angriff oder verdeckt in Verteidigung tun. Zum Beispiel das hier ist Setzen, dann lege ich die Karte verdeckt herlegen und dann zählt dieser hier Wert. Und wenn sie in Angriff beschwören, zählt dieser hier Wert. Jetzt muss er setzen, weil er eine extrem hohe Defense hat, also eine Verteidigung. Zauberkarten kann man immer in seinem Spielzug aktivieren, außer dass sie schnell Zauberkarten, aber zu dem kommen die alles noch. Dann gibt es verschiedene Phasen, Ziehphase, Standby-Phase, Main-Phase. In dieser Phase waren wir jetzt, wo wir eigentlich Monster herlegen. Dann gibt es eine Battle-Phase. In der ersten Runde kann ich nicht angreifen, in der zweiten Runde kann der Gegner mich angreifen. Dann gibt es nach der Battle-Phase nochmal eine zweite Main-Phase, wo es eigentlich darum geht, wieder etwas zu beschwören. Eigentlich nach der Battle-Phase kann man dort noch etwas machen und die Endphase ist, wie man es kennt, der Gegner ist dran. Der Gegner ist dran, er zieht eine Karte, beschwört Monsterkarte als Normalbeschwörung in offene Angriffsposition, greift an. Jetzt hat er gesehen, jetzt hat er mit 1850 missverteidigten Monster angegriffen. Das verteidigte Monster war jedoch stärker gewesen. Und durch das hat er die Differenz an Schaden genommen. Umgekehrt wäre, wenn jetzt meine in Angriff gelegen, dann wäre das zerstört worden und ich hätte Differenz als Schaden genommen. So funktioniert das Ganze. Jetzt seht ihr, hier ist eine Falle. Eine Falle ist eine langsame Karte, das heisst, man muss die zuerst aufstellen. Die Falle. Und Zauberkarten sind Zauber, die kann man aktivieren. Also aktiviere ich meine Zauberkarte. Und setze eine Fallenkarte. Das ist aber aufgestellte Fallen, die kann ich dann aktivieren. So, ich tue den in Angriffsposition wechseln. Du kannst jeden Spielzug, kannst du jedes Monster in eine Kampfposition wechseln. Außer er wird beschworen in diesem Zug. Den kannst du nur wählen, wenn du
beschwörst. Jetzt beschwören wir endlich den hier. Jetzt, das hier, die Zauberkarte, ist eine permanente. Das sieht man an diesem Zeichen hier. Das heisst, dass das permanent ist, dass die bleibt. Also die muss man zuerst zerstören. Die normalen Zauberkarten werden zerstört bei Aktivierung. So, jetzt sagt ihr mir eigentlich, dass ich ihr Battlephase, nur in der Battlephase 200 ATK mehr habe. Jetzt gehe ich da in die Battlephase. Zack! Und greife mit meinem Monster in sein Monster an. Es ist stärker, er bekommt Schaden. Und ich greife noch mit im Direkt an. Direktangriff ist, wenn er keine Monster mehr hat, kann ich indirekt an. Tribut beschwören. Erkläre ich euch jetzt, was jetzt passiert. Tribut ist eigentlich, wenn wir ein Monster opfern, von 5 bis 6 ist 1 Monsterpflicht, von 7 bis 8 sind 2 Monsterpflicht. Was dann drüber ist, ist nachher je im Kartentext enthalten. Jetzt seht ihr, dass ich jetzt eine Tributbeschwörung machen kann. Und das heisst, ich beschwöre den hier in Angriffsposition, wähle 1 Tribut. Und muss leider den wählen. Ich weiss nicht wieso. Das ist mächtig dumm, weil der stärker wäre. Aber wir können jetzt durch seinen Effekt. Effektmonster sind meistens schlau geschrieben. Und das heisst, entweder in deinem Spielzug oder im Spielzug eines beliebigen Spielers. Wenn das nicht steht, dann ist es einfach in deinem Spielzug. Wenn es nicht steht, eines beliebigen Spielers. Jetzt können wir eine permanente Zauberkarte zerstören und ein Monster von ihm zerstören. Zum Glück haben wir hier eine permanente Zauberkarte, wo wir das können. Zerstören ihm sein Verdeckte, weil wir nicht wissen, was da drunter liegt. Gut. Tipptopp, Schwenka, war nichts Wichtiges gewesen. Jetzt können wir noch Ruf der Gejagten aktivieren. Das ist eine permanente Zauberkarte. Zauberkarte, Zauberkarte, Zauberkarte. Bist du komplett neben den Schuhen? Das ist eine Fallenkarte. Mit der kann ich vom Friedhof, von diesem Stapel hier, zurückholen. Alles wird eigentlich in den Friedhof gelegt. Jede Zauberkarte oder Monsterkarte. Jetzt aktiviere ich eine Schnellzauberkarte. Eine Schnellzauberkarte kann ich immer aktivieren vor Hang in meinem Spielzug, zu jeder Zeit. Und ich kann sie setzen wie eine Fallenkarte, kann sie in diesem Spielzug nicht mehr aktivieren, aber dann im nächsten Spielzug. Genau, jetzt habe ich den wieder geholt. Und jetzt sind wir bereit zum Angriff. Jetzt greifen wir mit dem alles direkt an und haben das ganze Spiel gewonnen. Das ist eigentlich alles, was ich anfangen werde erzählen. Mehr erklärt sich nachher in dem, was wir es machen. Ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir haben es easy gewonnen. Und das wäre es eigentlich gewesen. Tschüss!